Ich habe nie so wirklich 100% reingepasst. Und das ist heute immer noch ein Thema. Mit dem Unterschied, dass ich als Stärke anerkannt habe, dass ich halt anders bin. Und that is like my superpower. Als Künstler willst du eigentlich nur Musik machen. Alles andere ist irgendwie sekundär. Und dann suchst du dir Partner, die dir dabei helfen können. Vor allem am Anfang hast du meistens auch keine Kohle. Das sind ja so die Dinge, mit denen Labels immer ein bisschen locken. Ich bin aber auch mehr als nur ein Rapper oder nur ein Musiker. I direct my videos, I design my merch. Also ich bin überall mit involviert und auch in dem Business sehr mit involviert. Und da gab es so ein paar ausschlaggebende Konversationen, die ich hatte und irgendwie Schlüsselmomente. Eine war mit dem Enkel von James Brown in L.A., der mir dann damals erzählt hat, meine Familie verdient kein Geld an James Browns Katalog. Und dann habe ich gemeint, wie kann das sein? Und dann habe ich mich so richtig mit Musikrechten, Intellectual Property auseinandergesetzt und relativ schnell verstanden, that I f***ed up. Zu dem Zeitpunkt waren die Strukturen in der Musikindustrie, die waren noch nicht vollkommen in dem Zeitalter des Internets angekommen. Ich habe meine gesamte Musik zurückgekauft und bin seit 4 Jahren jetzt independent. Es war auf jeden Fall ein scary step. Meine Mutter ist natürlich komplett durchgedreht. Wie viel Geld musst du denen überweisen? Was? Aber es hat sich im Nachhinein super gelohnt. Everything you need is on your phone to be a successful artist. Wenn ich Drake oder J. Cole oder Kid Cudi oder wen auch immer übers Internet entdeckt habe, dann können mich auch Leute übers Internet entdecken. So I just have to make sure that my music is available on the Internet and, you know, my stories and everything about me. And that's how the Internet changed my life and the lives of everybody that's part of my community. Als Musiker, I have a microphone, ne? Short is mic, M-I-C. Und das translate ich immer zu make it count. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, etwas an die Welt zu broadcasten, dann versuche ich Value zu geben, damit sich das irgendwann andere Kinder angucken können und sagen können, oh yeah, I resonate with that, that gives me hope, that inspires me. Weil wir sind hier auf dieser Welt, in dem kurzen menschlichen Leben, das wir haben, in dieser Lebenszeit, um eine menschliche Erfahrung zu machen. Und zum Menschsein gehören Emotionen. Und dazu gehört das Lächeln, wie auch das Weinen, das Traurigsein, happy sein. Und wenn ich meine guten Seiten zeige und meine guten Tage, dann will ich auch meine schlechten Tage zeigen, um den Leuten zu zeigen, that also I am just a human, just like you. What's up? Ich bin Calvin Cold, ich bin Musiker und mir liegt es sehr am Herzen, die Menschen daran zu erinnern, bewusst Entscheidungen zu treffen und diese in Selbstliebe, in Nächstenliebe und Positivität zu verbringen und zu verwurzeln.